Hallo und herzlich willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Wir sprechen heute über das Konstrukt der Selbstüberwachung. Was macht eigentlich Menschen mit einer hohen oder niedrigen Selbstüberwachung aus? Und wie kann man das Wissen im Alltag nutzen? Viel Spaß! Hallo Janis. Ja, hallo Judith. Schön, dass wir uns wiedersehen. Ja, ich habe ja gerade im Intro schon gesagt, dass wir heute über Selbstüberwachung sprechen wollen. Und ich würde dich bitten, erstmal zu erklären, was man in der Psychologie eigentlich unter Selbstüberwachung versteht. Selbstüberwachung oder Self-Monitoring, so nennen wir das, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Also Menschen unterscheiden sich, inwiefern sie diese Eigenschaft haben. Es geht eigentlich im Grunde um was ganz Einfaches. Wie kann ein Mensch kontrollieren, welchen Eindruck er bei anderen produziert? Es geht also um die Selbstdarstellung. Das war's schon, ja. Okay, jetzt hast du gerade gesagt, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Ja. Und in vielen vorherigen Videos haben wir auch schon besprochen, dass Persönlichkeitseigenschaften häufig normal verteilt sind. Ist das bei der Selbstüberwachung auch so? Ja, also das ist sehr häufig mit solchen Eigenschaften so. Wenn wir sagen, das ist normal verteilt, heißt es nichts anderes, als dass die meisten irgendwo in der Mitte sind. Nicht hoch, nicht niedrig. Aber wir finden natürlich auch an den Enden dieser Verteilung dann niedrige Selbstüberwacher sozusagen und hohe Selbstüberwacher. Fragt sich natürlich gleich, wie würden die sich dann unterscheiden? Also die mit hoher Selbstüberwachung zeigen eher das erwartete Verhalten. Sie können also in der Situation sich darauf einstellen, was die anderen von ihnen erwarten und zeigen dann auch dieses Verhalten eher. Mögen natürlich auch eher Situationen, bei denen es klar ist, was von ihnen erwartet wird. Also manchmal auch eine formale Situation oder formelle Situation, ein Vorstellungsgespräch und so weiter. Während Leute mit niedriger Überwachung, die zeigen ihr Verhalten eigentlich mehr aus sich selbst heraus, passen zu dem Selbstkonzept. Und die suchen dann natürlich auch Situationen auf, in denen genau das, was in der Situation passiert, ihrem eigenen Selbstkonzept auch entspricht. Ja. Okay, jetzt wissen wir schon, dass es eher Personen gibt, die eine niedrige Selbstüberwachung haben und einige, die eher eine hohe haben. Diejenigen, die jetzt eine besonders hohe Selbstüberwachung haben, bringen die besondere Fähigkeiten mit, so dass es ihnen gelingt, in bestimmten Situationen wirklich den Anforderungen der anderen zu entsprechen? Ja, also das kann man durchaus sagen. Und im Grunde gehören zwei Fähigkeiten dazu. Wenn man ein bisschen nachdenkt, kommt man auch von alleine drauf. Also zum einen braucht man so eine gewisse Sensibilität, um auch zu spüren, was erwarten die anderen gerade jetzt von mir? Und das ist eine Fähigkeit, die zum Beispiel niedrige Selbstüberwachung so gar nicht haben. Das ist auch nicht wichtig sozusagen für die. Also einerseits erkennen, was die anderen erwarten. Und dann darüber hinaus muss ja auch noch das eigene Verhalten angepasst werden. Also dann auch eine Fähigkeit der Selbstdarstellung, ich glaube, so kann man das sagen, sich anzupassen und das eigene Verhalten entsprechend zu kontrollieren. Ja. Okay, das ist jetzt ja alles ganz schön spannend, aber hat das auch irgendeine Relevanz im Alltag? Also kann man das irgendwie beobachten oder? Ja, hat eine Relevanz. Klar, also ne, wenn wir das Verhalten von Menschen erklären wollen, brauchen wir solche Konzepte, wie etwa jetzt die Selbstüberwachung. Aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn man dieses Konzept kennt, andere zu beobachten und zu überlegen, was ist denn das jetzt für einer und warum reagiert er jetzt so? Ja, ich hatte ein aktuelles Beispiel in einem Vorstellungsgespräch. Dann fragt dann einer doch sehr die eigenen Interessen im Vorstellungsgespräch schon nach dem Urlaub gefragt, nach dem Homeoffice und so weiter. Da sieht man eigentlich wahrscheinlich, dass jemand mit einer niedrigen Selbstüberwachung. Was wir eigentlich brauchen, ist natürlich auch so etwas wie mehrere Beobachtungen. Wir können also nicht sagen, ist jemand ein Chamäleon, nur weil er rot ist? Das wissen wir nicht. Aber wenn er heute rot ist und morgen blau und bei der nächsten Gelegenheit dann grün, dann könnten wir das schon sagen. Also typischerweise braucht man mehrere Situationen. Leute, die dann als immer gleich sozusagen erscheinen oder auf andere wirken, das sind dann wahrscheinlich niedrige Selbstüberwacher. Die hohen, da muss man ein bisschen aufpassen, da
sollte man noch mal genauer unterscheiden zwischen zwei Stilen dieser Selbstüberwachung. Ich sage jetzt mal die Fremdwörter. Das eine ist akquisitiv, das andere ist protektiv. So nennt man das in der Literatur. Man könnte auch sagen, die einen gehen aktiv sozusagen vor, um Gewinne zu erreichen, soziale Gewinne, Anerkennung zu bekommen, Bewunderung zu bekommen. Das sind häufig auch eher extravertierte Menschen. Während dieser protektive Stil sich dann eher auszeichnet, dadurch, dass man versucht, Missbilligung zu vermeiden, sind eher Leute, die introvertiert sind, also ein bisschen schüchtern erscheinen und dann genau versuchen, irgendwie sich so anzupassen, damit sie nicht anecken, sozusagen. Korreliert übrigens auch mit etwas, was wir Neurotizismus nennen. Hatten wir in einem anderen Video auch schon mal kurz angesprochen, als wir über die Big Five gesprochen haben. Ja, vielleicht versucht man es auch bei sich selbst irgendwie rauszufinden. Ne? Viele jetzt zu Hause überlegen, bin ich mir so oder so. Wie gesagt, die allermeisten sind sowieso in der Mitte und sind nicht so extreme Beispiele. Sonst fällt es einem natürlich auch schwer, bei sich selbst das irgendwie herauszufinden, weil man natürlich das eigene Verhalten bewertet auf Grundlage der eigenen inneren Standards. Und diese Standards sind natürlich durch diese Ausprägung auf einer solchen Persönlichkeitseigenschaft schon mal vorgesetzt. Also man hat das Gefühl, man ist normal, ist man vielleicht aber nicht, denn vielleicht ist man ja ein niedriger Selbstüberwacher oder ein hoher Selbstüberwacher. Das merkt man typischerweise nicht so leicht, als wenn man es noch bei anderen beobachtet. Mit einem geschulten Auge geht es noch leichter. Ja. Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du die Fragen beantwortet hast. Und bis zum nächsten Video. Ja, gerne, Judith. Und allen zu Hause auch herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir freuen uns über jedes Abo, über jeden Daumen, den Sie uns dalassen. Tut uns gut, wenn wir sowas sehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.